Ich bin Rolf Klesen, Patentanwalt und Partner der Kanzlei Freischirm und Partner, und ich veröffentliche jeden Donnerstag ein neues Video rund um Patente, Marken und Designs. Und in diesem Video erkläre ich, was die Datenbank DPMA Primo des DPMA ist und wie man diese Datenbank benutzt. Haben Sie sich schon mal gefragt, wie das DPMA eigentlich recherchiert, ob eine bestimmte Erfindung neu ist und welche Datenbanken da außer den Patentdatenbanken zum Einsatz kommen? DPMA Primo ist eine Datenbank des DPMA, in der mehrere hundert Millionen Datensätze rund um Artikel, Zeitschriften und Bücher hinterlegt sind, die teilweise sogar im Volltext recherchiert werden können. Und diese Datenbank ist seit etwas über einem Jahr sogar öffentlich zugänglich. Die Datenbank DPMA Primo erreicht man über einen Link, der unter diesem Video verlinkt ist. Es gibt ein einfaches Suchinterface und ein erweitertes Suchinterface. In beiden Suchinterfaces kann man Operatoren wie AND, OR und NOT benutzen. Man kann auch Phrasen suchen mit Anführungszeichen. Man kann Wildcards einsetzen, wobei ein Fragezeichen für genau einen Buchstaben steht und ein Stern für keinen, einen oder mehrere Buchstaben steht. Und man kann Anfragen auch mit Klammern verschachteln. Also zum Beispiel der und der Begriff, AND und dann Klammer auf, der oder der Begriff, Klammer zu. In der erweiterten Suche kann man die Suche auf bestimmte Felder beschränken. Also man kann sagen, im Autor soll das stehen und im Volltext soll das oder das stehen. Man kann in der erweiterten Suche die Suche auch auf bestimmte Sprachen oder Publikationstypen oder bestimmte Erscheinungsjahre beschränken. Man kann auch ganz bestimmte Zeiträume festlegen, also nur von Zeitraum so bis Zeitraum so für die Veröffentlichung. Interessant ist, dass in der Suche auch Patente auftauchen. Leider ist bei den Patenten nicht ersichtlich, welche Datenbasis es da gibt, also welche Länder hinterlegt sind und in welchem Umfang die hinterlegt sind, also von welchem Jahr bis zu welchem Jahr. Aber immerhin interessantes Zeichen, dass in dieser Datenbank auch Patente in den Suchtreffern auftauchen. Unter den Suchtreffern gibt es manchmal einen Link Online-Ressource. Und der Link bedeutet, dass wenn man da draufklickt, dass man dann ein PDF mit dem Treffer, also dem Artikel oder dem Buch oder der Zeitschrift eben öffnen kann. Diese Links funktionieren auf jeden Fall in allen offiziellen Recherchesälen des DPMA, also in Jena, Berlin und München. Ich habe bei einigen dieser Links aber gesehen, dass die auch außerhalb dieser Recherchesäle funktionieren, also dass, wenn man draufklickt, dass dann tatsächlich auch ein PDF erscheint. Ein sehr interessantes Feature ist die Suche nach IPC-Klassen. In der erweiterten Suche kann man nämlich eine IPC-Klasse angeben, das heißt ein technisches Gebiet. IPC-Klassen klassifizieren alle möglichen Patentdokumente eigentlich in technische Gebiete. Wenn ich also nach haltbarem Technologie zum Haltbarmachen von Nahrung suche, dann kann ich in diesem erweiterten Suchinterface nach A23B Sternchen recherchieren und kann so eben auch Nicht-Patentliteratur auf dieses technische Gebiet beschränken. Das habe ich bisher in keinen anderen Datenbanken gefunden, und das ist eben eine Besonderheit dieser Datenbank, da sich das DPMA eben die Mühe gemacht, viele dieser 100 Millionen Datensätze nach IPC-Klassen zu sortieren, sodass man da eben ganz gezielt auch nach technischen Gebieten, nach dieser IPC-Klassifizierung recherchieren kann. Ich hoffe, dass ich in diesem Video erklären konnte, was DPMA Info ist und wie man diese Datenbank benutzt. Wenn Sie neu in meinem Kanal sind und mehr über Patente, Marken und Designs erfahren wollen, dann abonnieren Sie meinen Kanal. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Fragen und Kommentare beantworte ich unter diesem Video. Und das Wichtigste zum Schluss: ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.